Herzlich willkommen in der Tangente, liebe Gäste aus Namfern. Dieses Konzert ist eine Kooperation der Tangente mit der österreichischen Botschaft in Wien und dem österreichischen Honorargeneralkonsulat im Fürstentum Liechtenstein. Ein spezieller Gruß geht an unsere Honorargeneralkonsulin, Frau Rita Kieber-Beck, die sitzt da hinten. Ja. Die immer wieder ein offenes Ohr für solche Kooperationen hat. Herzlichen Dank, Rita. So, nun noch Werbung. Ja, wir haben heute Abend der Purplish Color. Dieses Konzert hätte eigentlich letztes Jahr stattfinden sollen. Wurde dann aus bekannten Gründen verschoben und findet jetzt dieses Jahr statt. Ist schön, ich freue mich riesig. Ist eine tolle, junge Band mit frischem Elan. Werbung, da drüben steht das nächste Konzert, dann beginnen die Jazz-Tage, das wäre am 12. November. Das ist auch ein Konzert, das eigentlich schon vorletztes Jahr stattgefunden hätte, wenn nicht Lage Lund-Trio, ein Gitarrist, Bassist und Schlagzeuger, ein wunderschönes Trio, das ich nur empfehlen kann. Ein Tag drauf, am Samstag, am 13. November, ist der Bernhard Schimpelsberger bei uns und das ist ein Konzert, das ist eine Kooperation mit dem India Club in Liechtenstein und der India Club ist vertreten durch den Pankaj. Wo sitzt er? Irgendwo? Da, ja, sagt nichts. Willkommen Pankaj, der India Club eröffnet seine India-Woche und das erste Konzert findet hier statt. Wunderbar, ich freue mich riesig. Dann geht es weiter, am 20. November, auch ein Konzert, das verschoben wurde, Christian Wallumroth Ensemble. Der Christian Wallumroth war bei uns als Pianist beim 40-jährigen Jubiläum und dann haben wir gesagt, den müssen wir wieder haben, aber wir konnten ja nicht und jetzt ist es soweit, jetzt findet es statt. Also wir hoffen es. Dann kommt am 3. Dezember der Joe Haider mit 85 Jahren wieder zu uns. Er hat ja schon vor einem Jahr mal seine Abschiedstour gegeben und er freut sich bester Gesundheit und naja, machen wir noch eins. Freue mich auch. Und dann am 4. Dezember ist das letzte Konzert in der Reihe der Jazz-Tage. Das ist die Band Farm. Die Band ist eine Produktion von Marvin Studer. Der Marvin Studer ist ein Schlagzeuger, der seine Studien abschließt in Luzern. Und jeder Musiker, der einen Studienabschluss macht, muss eine Band präsentieren mit Eigenkompositionen. Und die werden hier zum ersten Mal gezeigt. Ich freue mich riesig. Also wir haben noch einiges vor den nächsten Tagen bis zum 4. Dezember. Ich würde mich freuen, wenn ich euch dann wieder begrüßen kann. Danke fürs Kommen. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, schönen Abend. Es ist eine ganz große Ehre für uns, dass wir heute endlich da sein dürfen. Vielen Dank nochmals an Karl Gassner, der diese Tangente hervorragend leitet. Und danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute hier sein zu dürfen. Genau, Applaus an den Karl, bitte. Ich möchte mich auch sehr gerne herzlich bedanken bei der Frau Rita Kieber-Beck für die Unterstützung. Dankeschön. Ja, Corona hat vieles durcheinander gewirbelt. Wir haben unser zweites Album aufgenommen und letztes Jahr veröffentlicht und kein Konzert gespielt. Somit holen wir das jetzt gerade nach. Sie können nachher auch die zwei Alben, die es von uns schon gibt, gerne mit nach Hause nehmen. Demnach spielen wir heute ein bisschen ein Potpourri aus diesen beiden Alben. Sie haben jetzt zwei Nummern gehört. Die erste hat geheißen Klamauk, die zweite Aniro C. Und es folgen nun Hashtag und The Last One. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Wir beruhigen uns jetzt ein bisschen und werden. Wie geht's Ihnen eigentlich? Geht's Ihnen gut? Uns auch, wir schwitzen ein bisschen. Wir haben ja heute eine sehr lange Zugfahrt hinter uns. Wir sind schon um 5 Uhr aufgestanden, oder 5:30 sagen wir so, und haben dann den Railjet von Wien nach Feldkirch genommen und haben das sehr genossen, weil wir sind zum ersten Mal im Leben mit Erste Klasse gefahren. Es hat sich ausgezahlt, also unbedingt mit Erste Klasse reisen in Zukunft. Wenn man früh genug bucht, dann zahlt man nicht viel und man bekommt ein gratis Getränk dazu. Das ist super. Wow. Erste Klasse. Das letzte Stück hat geheißen Just Kidding. Und wie schon angekündigt, wir beruhigen uns jetzt mit einer Ballade mit dem Titel A Green Shirt on a Red Background. Thank you.
Dankeschön. Vielen Dank. Wir würden euch noch eins spielen, wenn ihr wollt. Dann kommen wir jetzt zum letzten Stück. Aber bevor dieses stattfinden wird, Stjepan Flagger am Saxophon. Martin Kotzian, Kontrabass. Michał Wirszkon, Schlagzeug. Mein Name ist Simon Raab. Dankeschön. Nochmals ganz herzlichen Dank, lieber Karl, für diese Einladung. Wir fühlen uns extrem wohl. Und danke euch fürs Kommen. Ohne euch gäbe es uns eigentlich ja nicht, nur im Proberaum. Aber das ist eine, da kann man sich fragen, ob das die Realität ist. Also ohne Publikum sind wir auch quasi arbeitslos. Vielen Dank, dass ihr trotz Corona oder trotz diesen Umständen wieder ins Konzert geht. Das ist sehr gut. Dankeschön. Wir spielen jetzt als letztes eine Nummer, die einen sehr, also einen Titel trägt, der besser nicht passen könnte, obwohl er eigentlich der Titeltrack von unserem ersten Album ist, welches 2017 veröffentlicht wurde. Aber der Titel heißt Unmasked. Genau. Gute Nacht, danke fürs Kommen. Thank you.
Vielen Dank, Dankeschön. Thank you.
Und die Stimme aus dem Hintergrund, haben wir wieder mal einen richtig schönen Live-Abend gehabt. Viel, viel, viel Spielwitz, alles bestens, wunderschön. So soll es immer sein, gell? Ja, mir hat es so riesen Spass gemacht, deine Mama, ja, man hat es gehört. Ja, noch etwas noch technisch, die Mikrofone, die wir dort sehen, die sind nicht da, um den Sound zu verstärken, da hinten. Das Schlagzeug ist so, wie es siehst. Der Bass ist verstärkt und das Piano ein bisschen. Alles andere ist live gesehen. Die Mikrofone brauchen wir nicht für Verstärker da hinten, sondern für ein Video, das wir machen. Dort sollte der Ton noch drauf und das muss ja alles abgenommen sein. Und da haben wir zwei Mann, die uns da brutal unterstützen. Das ist der Little Big vom Little Big Beat Studio, der Little Concert, der hat den Tonmix gemacht. Und Steve Berich hat ein Video gemacht und ein ganz grosses Dankeschön. Ihr könnt nämlich den Film morgen auf YouTube, Tangente Jazz IG, könnt es gerade nochmal anhören. Gratis. Also nochmal YouTube, Tangente Jazz und ich komme auf unsere Reihe, dort sind alle Konzerte drauf, die wir aufgenommen haben. Könnt ihr nochmal reinhören, wer weiß, vielleicht gefällt es euch irgendwo noch ein Stückchen. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr gekommen seid und wie gesagt, am 12. November geht es weiter. Ganz andere Musik, Gitarre, Bass, Schlagzeug, ganz etwas anderes, aber auch wunderschön. Ich würde mich freuen, euch zu begrüßen können oder vielleicht am 13. mit dem Bernhard Schimpelsberger. Ganz etwas anderes, der macht Perkussion, hammermäßig schön, kann ich euch noch empfehlen. Also, bleibt noch ein bisschen, wenn ihr wollt, und sonst einen schönen Abend, kommt gut heim, ciao miteinander.